Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal vielen Dank, dass wir jetzt einige Minuten nicht über Grenzkontrollen reden mussten, was die Medien ja sehr beschäftigt und was nach Umfragen die Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht interessiert, sondern über Klimaschutz. Vielen Dank dafür. Ich möchte mit einem Zitat von Angela Merkel beginnen. Sie warnte vor den volkswirtschaftlichen Kosten bei Nichtstun im Klimaschutz. Ich habe ihr natürlich total zugestimmt, habe aber kurz gestutzt. Sie ist ja Teil der Bundesregierung, sie ist ja sogar Bundeskanzlerin. Und die Bundesregierung hätte ja die Möglichkeit zu handeln. Aktuell geht es darum, dass die Autos in Deutschland, aber auch in Europa spritsparender, effizienter, klimafreundlicher werden. Es wird aktuell in Brüssel verhandelt. Die Bundesregierung ist da leider ohne eine Position oder eine Meinung hingefahren. Jetzt werden Sie von der Regierung sagen, naja, das ist bei der GroKo halt so, wir können uns nicht einigen, da kann man nichts machen. Wir müssen aber etwas gegen die Klimakrise machen, meine Damen und Herren. Und wer das Ganze mal mit eigenen Augen anschauen will, den lade ich gerne nach Bayern ein. Fahren Sie auf die Zugspitze und suchen Sie dort mit der Lupe die drei Gletscher, die wir mal hatten. Vom südlichen Schneeferner ist noch ein Achtel seiner Fläche übrig, die er 1950 hatte. Das zu verhindern, das wäre weitsichtiger Heimatschutz, meine Damen und Herren. Aber wir können nicht nur die Katastrophe verhindern, wir könnten sogar wirtschaftliche Potenziale beim Klimaschutz heben. Der Bund Deutscher Industrie sagt uns, wir haben ein Potenzial von mehr Wirtschaftswachstum von 0,4 bis 0,9% des BIP, wenn wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren, wenn wir sie grüner machen, wenn wir die Fossilen rausdrängen. Wenn Sie jetzt sagen, gut, was die Wirtschaft sagt, das interessiert mich auch nicht, dann wäre es vielleicht noch interessant, was die Menschen in diesem Land interessiert. Und die Mehrheit der Menschen in diesem Land, die Mehrheit der Menschen in diesem Land war für den Atomausstieg. Die Mehrheit der Menschen ist für den Kohleausstieg. Die Mehrheit der Menschen ist für die Energiewende. Und ich sage Ihnen, wer sich gegen die Energiewende stellt, wer sich gegen eine zukunftsfähige Wirtschaft stellt, gegen den Schutz unserer Heimat stellt, der stellt sich gegen die Menschen in diesem Land. Daher kann ich Ihnen sagen, Sie können gern weiter auf dem sinkenden Schiff Ihrer vorsintflutartigen Klimapolitik bleiben, wenn Sie nicht den Mut haben. Aber dieses Land und diese Welt haben etwas Besseres verdient. Vielen Dank. Nächster Redner ist Jens Köppen für die CDU-CSU.